Dass wir jederzeit und eine gegebene Bedingung, wie auch immer gelingt, zu spielen, das heißt ja eigentlich zu leben. Denn die Bewunderung, die man ihm wahrscheinlicherweise einen gelungenen oder auch misslungenen Kunstwerk gegenüberbringt. Jeder Mensch ist ein Künstler. Jeder ist ein Kunstwerk. Das ist in einem permanenten transformatorischen Zustand und Prozess befindet. Wäre es nämlich anders, dann wäre das Paradies. Der Tod. Spielen heißt Leben, verstehe ich das richtig? Spielen heißt Leben, ja? Ja, wenn man sich leisten kann, aber ohne Arbeit, wenn man hat ohne Arbeit, ja, dann muss man schon an das Eingemachte. Dann kann man zum Beispiel eine Lehre verkaufen. Aber ja, mit einer Lehre kommt es nicht weiter. Das ist schon wieder aufgefallen, Fremdverschulden, das bringt so Schadenersatz bei den Inflationsbereinigten pro Rücken 511.445 Euro. Beinahe sind 22.345 Minimum. Ja. Also A sind nicht ganz so viel wert, 113.785. Ja. Gut, da kommt der Grund warum. Genau, also beide sind nicht ganz so viel wert. Die Logik der Maschine entspricht der Reduzierung des Menschen auf den Materialien, bloß Zahngold und den Rohstoff, Heiner Müller, auf den Altar des Kapitalismus. Also, was wir hier von einem Vertreter der Sozialbehörde anhören müssen, das erinnert auch wirklich an Denkfiguren des Faschismus. Damals sprach man auch gerne von unnützen Äckern, die den Volkskörper schädigen oder die Gesellschaft belasten oder ähnliches. Ja. Ja, was wird denn bei uns aus diesen Menschen, die unser Billig-Marx-System nicht mehr hineinpassen, wieder herausfallen? Ja, jetzt, wir tun so, als gäbe es da noch ein paar humanitäre Verabredungen, die mit Demokratie zu tun haben. Kapitalismus will ja Demokratie sein, aber in Wirklichkeit haben wir einfach eine Legitimationsstrategie, die es wieder erlauben, Menschen zu unterteilen in zwei Klassen, in eine Sorte, die unter die Humanitätsverabredungen fallen und andere, für die das nicht der Fall ist. Ja, wohin soll es denn für den unterscheiden, wenn dann versorgen wir irgendwie eine gute Menschen oder gut, wir geben sie gut versorgen an und dafür müssen die sich dann gesund erhalten, dürfen sich nicht belasten, dürfen keine Drogen nehmen und so weiter, müssen zum Arzt gehen, damit sie nach ihrem Tod, nach ihrem Ableben ihrem Körper zur Verfügung stehen, als Ersatzteillager für die sich nicht beantworten und da als Leistungsträger dann die Rekonstruktion ihrer kaputt gearbeitet das verstehen Sie mich doch, ihr Winter nicht. Ja, unter ethischen Gesichtspunkten ist für mich jeder Mensch gleich viel wert. Aber das ist ja nicht an der Realität dieser Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich persönlich bin durch und durch Humanist. Warum habe ich nicht Menschen zu helfen? Ja, warum glauben Sie, habe ich. Das nennt sich dann Marktwirtschaft, das orientiert sich ja dann an der Fetischen des Marktes, der Ökonomie. Das muss profitabel sein, das muss rechnen können, das muss einen Nutzen haben. Alles, was so genau ist, wenn dann irgendwie da arbeiten kann, dass wir das dann irgendwie entsorgen können. Ja, nee. Gemeinschaft zu durch. Das ein neuer Mensch. Und dafür müssen wir. Immer wieder die Bilder neu erklären, warum Evolution und Revolution. Der Hase inkarniert sich in den anderen. Er bildet Subvers und Subvers affirmative Kanäle aus. Er arbeitet daran, einen Grund, einen Urstoff zu finden, aus dem das Neue hervorgeht. Setzt die Zuverlässigkeit von beschissenen Kunstbegriffen. Hin zu einem Bewusstsein von Gemeinschaft und Gemeinschaft von Individuum. Der Hase sucht dort, der über meinen Namen einen neuen Nährstoff. Möhrenbewusstsein. Ohne Möhrenbewusstsein werden die evolutionäre Revolution nicht zustande bekommen.
antisoziale Satz. Möhrenbewusstsein? Was meinst du mit Möhrenbewusstsein? Meinst du dein Bewusstsein für die Möhre? Oder meinst du dein Bewusstsein für die Möhre? Soziale Plastik, Freund? Spinnst du mich gerade voll? Ich sag dir mal was. Es gab mal ein Gericht über einen russischen Philosophen, aus Münster oder irgendwie. Ein Diskussionär sagte, er leuchtete und verrückte im 15 gleichen Ozean. Nur mit dem Unterschied, dass die Erleuchteten schwimmen können. Also das läuft doch hoffentlich heute voll. Also zu meiner Woche. Jetzt sind wir mal Schluss. Schlagabtrag sollte 10 Minuten dauern, dann kommen wir jetzt rum. Jetzt bitte zurück an die Beste. So, das war ja eine unerkennliche Diskussion. Jetzt brauchen wir wieder was Schönes. Vielleicht ein Lied von Händel. Thank you.
Heute aus Berlin. Das ist das Messer. Also wir müssen noch ein bisschen warten, bis es wieder da ist. Bitte. Ja. Ah. Da kommt schon Felix und Matthias.